Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, ich hoffe, dass meine Stimme heute nicht allzu negativ auffällt. Ich bin gerade eben aufgestanden, habe mich direkt hingesetzt und mit dem Aufnehmen begonnen. Da klinge ich noch immer so ein bisschen kratzig. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe auch, dass es keine Hintergrundgeräusche gibt, weil wir sind hier gerade alle fleißig am Arbeiten. Der Epi ist da, der ist gerade auch am Arbeiten, ist am Telefonieren und ich kann aber die Tür nicht ganz zumachen, weil ich noch ein wichtiges Paket erwarte. Deswegen das nur mal vorweg. Ich hoffe, dass nichts so irgendwie im Hintergrund jetzt noch zu hören ist. Ja, hier links sehen wir schon ganz viele rote Tiere. Ich weiß, welche Quest es ist. Ihr vielleicht noch nicht? Lambulime. Die Statue ist fast makellos, ein perfektes Abbild einer lebenden Person. Die Statue fühlt sich warm an. Irgendetwas stimmt hier nicht. Vielleicht ist etwas in der Stadt geschehen. Ja, und eins kann ich schon mal vorweg sagen. Das ist eine dieser Nebenquests. Da gibt es ja hin und wieder mal welche von. Die dafür sorgen, wenn ihr diese Quest macht, dass ein gewisser Bereich nicht mehr böse ist, sondern neutral euch gegenüber ist. Das solltet ihr euch merken. Sagt er nichts? Ich dachte, er sagt was. Hm? Wer seid ihr? Wartet, nicht wichtig. Ihr seid neu und keine Statue. Damit kann ich arbeiten. Ja, das ist immer gut, keine Statue zu sein, ne? Was ist mit all diesen Leuten geschehen? Ja, das war ich. Ich habe sie in Stein verwandelt. Aber aus gutem Grund. Es war der einzige Weg, sie vor den wilden Bestien zu schützen. Welche wilden Bestien? Die Tiere hier sind für gewöhnlich sehr zahm. Die Energien im Wald. Jetzt sind sie bösartig und blutrünstig. Ich glaube, sie sind von Daedra besessen. Aber warum habt ihr diese Leute in Statuen verwandelt? Ich hatte einige meiner Lehrlinge an die Bestien verloren. Als ich es dann zurück in die Stadt geschafft hatte, wirkte ich einen Zauber, der alle schützen sollte. Ich hatte keine andere Wahl. Ja, der ist ja super geworden. Nun gut, in Ordnung. Wie richten wir die Dinge? Solange diese Kreaturen durch die Wälder streifen, sind wir in Gefahr. Ich glaube, die Monolithen in den Wäldern könnten etwas mit dem dädrischen Einfluss zu tun haben. Zerstreut ihre Energien. Hoffentlich wird das die Tiere befreien. Die Energien um die Monolithen zerstreuen. In Ordnung. Wenn der dädrische Einfluss verschwunden ist, sollte es sicher sein, das Dorf wieder aufzubauen. Meine armen Nachbarn. Woher stammt der dädrische Einfluss? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Bestien sind heimtückisch. Und wir Altmer gehen nie Pakte mit Daedra ein. Nie? Allein der bloße Gedanke, eines dieser Monster zu beschwören, das käme einem Todesurteil gleich. Also zumindest bei den Atronachen. Sie sind mehr Konstrukte als... Nein, es ist ein Todesurteil. Was sind diese Monolithen, die ihr erwähntet? Sie sind uralt. Seit Jahren untersuche ich sie schon in meiner Freizeit. Ich bin nicht mal sicher, wer sie aufgestellt hat. Aber ich bin überzeugt, dass sie den Grund darstellen, aus dem die Tiere für gewöhnlich so zahm sind. Der dädrische Einfluss geht also vor diesen von diesen Monolithen aus? Ah, ja. Laut meiner Theorie verunreinigen die Daedra, woher sie auch kommen mögen, die Energie dieser Monolithen. Zerstreut diese Energie und die Daedra verlieren ihre Macht. Hoffentlich. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das mal, ne? Dazu muss ich dann aber ein bisschen weiter wegstellen. Ja! Weil ich immer sehen muss, wo ich entlang reite. Ah, hier ist zum Beispiel einer. Dann. Da war doch gerade noch einer da. Das nehmen wir auch mal direkt mit. Und irgendwo da hinten. Ich glaube, das war ein bisschen berghoch oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ah, ne, hier. Du hast mich nicht gesehen. Sehr schön. Ach, hier stehen auch noch überall Statuen rum.
Und dann haben wir noch einen, der irgendwo hier ist. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe gespürt, wie sich das Feld aufgelöst hat. Ich muss mit euch reden. Ja, ist okay. Ich hoffe, der greift mich jetzt nicht an, wenn ich mit dir rede. Die Energie lässt nach. Aber die Tiere sind immer noch wilde Monster. Wir müssen etwas anderes versuchen. Wir brauchen einen Bären. Da steht gerade einer hinter mir. Was nun? Ich habe viel Zeit damit verbracht, diese Monolithen zu studieren. Ich habe es geschafft, einen kleinen Anhänger anzufertigen, der ihre besondere Energieform nachahmt. Im Grunde macht er einen der Bären zu einem pelzigen Freund von euch. Zumindest kurzzeitig. Warum genau muss ich Freundschaft mit einem Bären schließen? Ich muss es tun. Wir müssen diesen Tieren die dädrischen Energien entziehen. Und dafür brauche ich ein Versuchstier. Ihr werdet den haarigen Gesellen aber erst etwas vermöbeln müssen. Schwächt ihn, damit der Zauber wirkt. Ach, den Bären vermöbeln, okay. In Ordnung, ich hole euch einen Bären. Trefft mich mit eurem Freund an meinem Turm. Folgt einfach der Straße durch den Hain. Soweit ich weiß, stehen wir direkt daneben. Aber wir werden sehen. Wo ist der Bär hin? Der Bär ist weg. Die Schweine, der hat mir den Bären geklaut. Dann nehme ich erst die Scherbe. Na gut. Funke, misch dich mal nicht ein. Ich gebe jetzt mal ein bisschen an. So. Funke, nein. Funke, was habe ich dir gerade gesagt? Böse Funke. Böse. Da ist noch ein Bär. Na komm. Komm. So, jetzt darfst du wieder mitmischen, Funke. So. Wir sollen ihn hier treffen. Kommt der Bär jetzt mit mir rein, oder was? Moment, nehmen wir die Kornblume noch mit. Ein bisschen Blümchen pflücken gemeinsam mit einem Bären. Sieht so ein bisschen dschungelbuchmäßig aus. Ja, der kommt mit rein. Ah, gut. Natürlich. Mal sehen, ob ich diese Kreatur vom dädrischen Einfluss befreien kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt war. Das hätte nicht passieren sollen. Das, Oh. Aha. Was ist das? Notizen verbotener Forschung. Mein derzeitiges Experiment läuft äußerst gut. Die beiden überlebenden Versuchstiere könnten sich fast noch bewegen und ähneln noch Wölfen. Zumindest größtenteils. Oh mein Gott. Das funktioniert nicht. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Was war das? Ein Flammenatronach. Mein Zauber hätte ihn schreiend zurück in das Reich des Vergessens schicken sollen. Aber irgendetwas hat sich da eingemischt. In unserer Nähe befindet sich ein mächtiger Daedra. Ich weiß es jetzt. Ihr müsst ihn töten. Habt ihr irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Einen Augenblick. Ich kann etwas spüren. Es gibt eine Höhle nördlich von hier. Was auch immer dieses Monster ist, beseitigt es. Dann kann hier wieder Frieden einkehren. Ich werde euch in der Stadt wieder treffen, sobald ich fertig bin. Jo. Machen wir doch. Wenn ich denn weiß, hier links ist das, ne? Ja. Müssen wir dann erstmal durch die Tiere durch. Ja, alles gut, alles gut. Schlaft weiter, ich muss nur in die Höhle. Oh, Hallöchen. Bleibt zurück. Diese Höhle ist voller Daedra. Ich weiß. Wer wart ihr noch gleich? Meromo hat mich hier zum Sterben zurückgelassen. Und dann erwähnt er mich nicht einmal? Die Sterne sollen ihn holen. Ich bringe diesen Verräter gleich zweimal um. Verräter? Wovon redet ihr da? Dieses Debakel ist allein Meromos Schuld. Diese Bestien von Daedra kontrollieren zu lassen? Alles seine Idee. Er hat versucht, Tiersoldaten zu erschaffen. Vernunftbegabte Stoßtruppen mit Fangzähnen.
Es ist nicht sehr gut gelaufen. Nein, ist es nicht. Hört zu, was immer diese Kreaturen auch kontrollieren mag. Ich glaube, es ist am Grund dieser Höhle zu finden. Mir ist sehr schwindelig. Der Blutverlust. Ich werde hier bleiben und versuchen, nicht das Bewusstsein zu verlieren. Und ich kümmere mich um den Strippenzieher. Bin gleich zurück. Hallöchen. Bitte explodiert nicht alle. Ich will euren Loot doch noch haben. Dachte ich, das ist so eine kleine Höhle. Da können ja gar nicht so viele Dedra drin sein. Jetzt sind ja alle anderthalb Meter. Ist hier ein Dedra drin? Das gibt doch nicht. Können wir doch nicht machen. Noch nicht mit mir. So. Einmal töten, bitte. Will der andere auch nochmal draufhauen, der jetzt gerade dabei war? Okay, ich glaube, er hat draufgeschossen. Dann müssen wir ihn auch zählen. So, einmal abgeschlossen. Ich finde den Ausgang nicht mehr, der ist versteckt. Ich würde ja sonst sagen, wer zu spät kommt, mal zuerst. Aber in dem Fall ist es so, dass wer zu spät kommt, schnell rausrastet. Achso, halt, stopp. Ich habe ihn gehört. Ich habe den Kampf gehört. Beeindruckend. Ich nehme an, ihr habt gewonnen. Beeindruckend? Naja, der ging 3 Sekunden oder so, ne? Die Bestie ist tot. Könnt ihr laufen? Bei den Sternen, ja. Holen wir uns diesen Bastard. Meromo muss dafür büßen, was er hier getan hat. Weißt du, erst so, ich kipp gleich um, wegen dem Blutverlust. Und dann, ich habe den Kampf gehört. Holen wir uns den Bastard. Ja, kein Thema. Das nenne ich Engagement. So, hier geht's irgendwo wieder rein ins Dorf. Hier gibt's doch einen Eingang. Hallo. Genau hier. Schau zu. Wo ist sie? Verflucht noch eins, Meromo, ihr Feigling. Statuen? Stellt sie wieder her. Jetzt. Ich. Natürlich. Gut. Und jetzt sorgen wir noch dafür, dass ihr euch nicht wegteleportiert. Ja, hat aber auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen, ne? Na gut, da ist was richtig schief gelaufen. Hört zu, ihr könnt es dem Stiftsvogt nicht sagen. Sie wird mich töten. Ich scherze nicht. Sie wird mich der Klinge zuführen. Erklärt euch, warum habt ihr das alles getan? Mein Neffe, Yandir. Er ist losgezogen, um sich den Kämpfen anzuschließen und dann... Verdammt! Ich wollte doch nur, dass wir nicht länger unser eigenes Blut vergießen. Meine Schwester wird nie wieder dieselbe sein. Aber ich muss jetzt keine Entscheidung treffen, oder? Wie könnten Dedra jemals Leben retten? Es sind nicht nur die Dedra. Es sind die Monolithen. Seit Jahren untersuche ich sie. Ich habe herausgefunden, wie die Magie die Tiere besänftigt. Aber das ist auch schon alles, was die Magie bewirkt. Sie verwandelt wilde Bestien in schnurrende Kuscheltiere, nicht in Kampfmonster. Ja, das ist ja auch besser. Die Dedra wollten also die Tiere durch die Monolithen kontrollieren? Ja, die Flammen Atronache sind eigentlich nur reine dädrische Energie, die körperliche Gestalt gewinnt. Ich habe ein paar von ihnen beschworen, ihnen die Hülle genommen und ihre Energie in die Monolithen gegeben. Diese Kreatur in der Höhle war nicht Teil des Plans. Vielen Dank, dass ihr ehrlich wart. Tja. Ich habe ein paar von ihnen beschworen, ihnen die Hülle genommen und die Energie in die Monolithen gegeben. Weil die kontrollieren können. Ja. Also hört sich für mich eigentlich danach an, als ob er was Gutes im Sinn hatte. Also er wollte halt nicht das Blut vergießen von den Leuten. Wo aber wirklich was Blödes bei rausgekommen ist. Vielen Dank, dass ihr ehrlich wart. Ja.
Sprecht mit den Stiftsvogt. Wo ist denn der? Achso, da. Ist denn sie. Was? Was ist gerade passiert? Die Tiere hier sind angriffslustig geworden. Um das Dorf zu beschützen, hat Meromor alle Bewohner in Stein verwandelt. Er hat was? Warum würde er so etwas tun? Ja, es war schon seine Schuld. Was fies ist, dass das jetzt die erste Wahl ist, ne? Weil normalerweise, wenn man die Sachen schon gemacht hat, klickt man das einfach durch. Und dann wählt man halt automatisch das Erste aus. Und normalerweise ist es so, dass das Erste auch das ist, was für die Aufgabe oder was halt im Sinne der Autorin ist, sage ich mal. Ja, er hat Dedra beschworen, um die Bestien zu beeinflussen. Aber ja, er wollte damit auch nur die Sicherheit garantieren. Deswegen, so wie ich es verstanden habe und wenn ich es ihm wirklich glauben kann, deswegen hat er die ja auch alle in Steine, also in Statuen verwandelt. Er hat ja versucht, es rückgängig zu machen. Und sobald ich gekommen bin, hat er ja auch versucht, das irgendwie aufzuheben. Und wenn ich ihm Glauben schenken kann, dass der eine Typ in der Höhle tatsächlich zufällig entstanden ist oder hierher gekommen ist oder wie auch immer. Ja. Er wollte damit nur ihre Sicherheit garantieren. Magier. Na schön, na schön. Vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt. Ich bin ganz ehrlich, ich will ihn nie wieder so einen Scheiß machen sehen, aber ich will ihn auch nicht irgendwo dranhängen, weil das klang wirklich nicht so, als ob er das jetzt böse gemeint hat oder ein Dorf zerstören wollte oder sowas. Habt Dank. Ich habe gehört, was ihr gesagt habt und habt Dank. Ich meine es ernst. Ihr wolltet nur Leben retten, nicht wahr? Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Und die Lektion hier ist klar. Dädra sind nie die richtige Lösung. Mhm. Ich werde nie wieder so ein Ritual versuchen. Ihr hört so etwas bestimmt die ganze Zeit. Aber trotzdem, noch einmal. Vielen Dank, Reisende. Das höre ich in der Tat schon mal öfter. Deswegen hoffe ich, dass das wirklich stimmt. Der guckt mich schon wieder so irre an. Zenimax, jetzt mal ganz ehrlich. Warum müssen die Leute einen immer so irre angucken? Das erinnert mich an die ganzen Horrorfilme, die ich immer noch gucke nebenbei. Oh mein Gott. Wir haben einen undurchdringlichen Torso vom Set Eleganz der Königin erhalten. Ja, eine Stadt gerettet und hoffentlich dabei auch die richtige Entscheidung getroffen. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, sodass die Folge nicht so lang wird und das Ganze tatsächlich nur eine Quest beinhaltet. Und ich sag dann mal, wir sehen uns in der nächsten Folge in einem nächsten Dorf oder wie auch immer wieder. Und ich hoffe, dass ich da nicht schon wieder so eine Entscheidung treffen muss. Ich finde das schlimm. Wobei ich diese Entscheidung etwas einfacher fand, als die ich davor treffen musste. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, hättet ihr euch dafür entschieden, dass er, ja, dass ich ihn dranhänge quasi, dass ich ihn verrate und er dann wirklich stirbt? Oder fandet ihr auch, dass er zwar was Schlechtes getan hat, aber eigentlich ursprünglich mal aus einem guten Anreiz? Und würdet auch ihr hoffen, dass er sich dann in Zukunft bessert? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.